Windsor klingt nach Königin, Prinzen, Herzoginnen, nach Glanz und Ruhm. Der Great Windsor Park ist der königliche Park schlechthin. Und ein eher kleiner Teil wurde erst vor 80 Jahren gestaltet. Savile Garden ist ein typischer Waldgarten. Gartenenthusiasten nennen ihn den schönsten Waldgarten der Welt. Einst war hier alles verwildert, quasi nur Wald, nicht in Ansätzen Garten. Dann wurde gerodet, gestaltet, gepflanzt. Das Wundergarten nahm seinen Lauf. So Eric Saville had a blank canvas. Als Eric Saville mit der Gestaltung dieses Gartens begann, hatte er statt einer Karte sozusagen eine leere Leinwand vor sich. Ein weiteres Kriterium für einen Garten wie diesen ist übrigens der Boden. Dieser hat einen pH-Wert von 6,5. Er ist sauer und damit ideal für Rhododendren, Kamelien und auch Azaleen. Und wir haben Wasser, deshalb haben wir auch einen kleinen Bach. Und die vierte wichtige Bedingung war der Bestand an Eichen. Eichenwald, Wasser, perfekter Boden, das ist die Dreifaltigkeit für Gärtner. Hier ist alles möglich und Perfektion ist das Ergebnis. Savile Garden ist ein Ereignis, eine Krönung von Gartenkunst, so nah an Windsor gelegen. Ein Garten zum Spazieren, zum Entdecken. Zum Beispiel die nationale Sammlung der Rhododendren, die ab 1950 aufgebaut wurde und rund 700 Sorten umfasst. Diese Sammlung wurde über viele Jahrzehnte aufgebaut. Grundlage sind wilde Sorten. Pflanzenjäger haben junges Saatgut von ihren Reisen hierher gebracht. Die Philosophie des Gestaltens macht diesen Garten zum Schauspiel. Die Beete verblüffen. Der erste Blick gilt der Üppigkeit oder der Farbe. Der zweite bietet Überraschungen wie Tulpen oder Scheinmohn, statt im satten Licht unter hohen Bäumen versteckt. Und der dritte Blick ist die Entdeckung von wirklichen Besonderheiten. Mal ist es die Kobralilie, ein anderes Mal sind es die Blätter vom Podophyllum mit den versteckten Früchten. Ein Garten kann nie stehen bleiben. Die Struktur hier stammt aus den 30er Jahren, aber in den letzten 25 Jahren und unter unterschiedlichen königlichen Chefgärtnern hat sich der Garten verändert. Wir haben den Golden Jubilee Garden, der anlässlich des Goldenen Thronjubiläums 2012 angelegt wurde und deshalb viel moderner aussieht. Sie finden mehrjährige Stauden, überwiegend Sommerblüher. Sie stehen in verschiedenen Abteilungen, was einen Überraschungseffekt bietet. Und eine Eibenhecke umgrenzt alles und drumherum gibt es wieder allerhand zu entdecken. Also ein Garten muss mit der Zeit gehen, er muss interessant bleiben. Schauen Sie immer auf Ihren Pflanzenbestand und überlegen Sie, wie er am besten eingesetzt werden kann. Sogar die Wintersaison hat mittlerweile ihren Reiz. Immer mehr Gäste kommen hierher, wenn anderenorts nichts zu sehen ist.